Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in City Skylines. Wir müssen jetzt mal wieder neue Gebäude bauen, damit wir endlich mal auf unsere 8000 kommen. Wir haben ja jetzt hier schon angefangen gehabt, immer eine Straße im Wechsel, Straßenbahn, keine Straßenbahn. Und dies mit Bäumen. Wir werden dann diese Straßen hier mit Hochhäusern versehen, wenn es dann irgendwann vielleicht in 100 Jahren soweit sein sollte, dass wir vielleicht unsere 8000 Einwohner voll haben. Bis dahin wird es noch einen Moment dauern. Wir brauchen Einwohner, Einwohner, Einwohner. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier unsere Busgeschichte macht. Wir mussten nämlich letztens noch kurz dort hier was umbauen, da es ja einen massiven Stau an dieser Kreuzung gab. So, hier sind jetzt die Einwohner am Wachsen. Wasser ist genügend da, Strom ist auch genügend da, Abfall reicht auch noch. Bildung kann man eigentlich schon viel zu viel. Bildung haben wir schon fast zu viel, da wir zu viele gebildete Leute haben. So, wie gesagt, Schule lassen wir jetzt fürs erste Mal so. Dann haben wir hier Gesundheitswesen. Gesundheitswesen langt natürlich, wenn wir dann hier die Straße vervollständigen könnten, würde das natürlich reichen. Kinderbetreuung, was zählt denn unter Kinderbetreuung? Pro Woche Altenrate. Mehr Altersheime oder solche Geschichten? Nee, oder? So, Feuerwehr steht auch da eine. Wenn die Straße voll ist, ist sie natürlich dann auch wieder geregelt, die ganze Sache. Kriminalität reicht auch. Können wir hier natürlich den Bodenrichtwert ein wenig noch verbessern. So an ein, zwei Stellen, wo es noch rot ist. So in jeder Straße mal eine kleine Ecke dazu machen. Um die Leute natürlich anzulocken. Straßenbahn ist natürlich jetzt hier zu Ende. Ich weiß nicht, ob wir die Straßenbahnstation vielleicht sogar... Ja, wenn wir dann hier, könnten wir sie hier dazwischen bauen. Ich hoffe ja, wir kriegen mit dem nächsten Abschnitt ein neues Gebiet freigeschalten. Wo kriegen wir das erst mit... Egal, das kriegen wir erst mit... Ja, doch. Na doch, mit 8500. Mit 8500 kriegt man das dann doch freigeschalten. Oh, hier ist alles keine Straßenbahn. Jetzt, das ist keine Straßenbahn.
Das ist keine Straßenbahn. Und das ist keine Straßenbahn. So. Jetzt brauchen wir nochmal eine mit Straßenbahn. Warum? Es gibt Straßenbahn mit Bäumen denn noch? Mit Grün zumindest. Straßenbahn. Straßenbahn und Straßenbahn. Dann legen wir hier dazwischen gleich noch ein paar Wege an. Ich weiß gar nicht, ob wir über die Straßenbahnschienen überhaupt Zebrastreifen machen könnten. Halt, ja, ne? Also rein theoretisch würde das gehen. So, und haben wir jetzt nämlich hier schon wieder ein ganzes Wohngebiet erschlossen. Und hoffen, dass das jetzt hier reicht für die Einwohner. So, durch eine hügelige Berglandschaft. So, hier. Alles Wohngebiete müssen das werden. Bisschen ran. So. Und so. Halt, hier haben wir natürlich zu viel jetzt gemacht. Halt, falsche Richtung. Das muss weg. Das kann hier noch dran. Da haben wir jetzt gleich unsere 8000. Jetzt können wir hier noch ein paar Parks oder irgendähnliche Geschichten hinbauen. Für mehr Bodenrichtwert. Und was haben wir noch? Eine Statue. Wo haben wir jetzt hier welche? Da oben hier. Platz der Toten. Naja, Rest in Peace. Krankenhaus fehlt jetzt hier natürlich. Unterhalt jede Woche. Sportlich. 500. Ist bereits belegt. Was haben wir denn noch? 2800 Kosten. City Hospital 3200 Kosten. Was kostet denn ein normales? Eine normale Arztpraxis, auch ein normales Krankenhaus kostet auch 2400. Machen wir hier an dieser Hauptverbindung ein Krankenhaus noch mit hin und eine Feuerwehrwache. Polizei langt natürlich auch nicht. Naja, wenn wir jetzt alles hier an einer Stelle, war es schon ein Riesenkarton an Wohnblock hier. Jetzt haben wir natürlich Kinder. Darf uns hier.
Wir werden mal mitten hier in die Stadt ein Altersheim machen. Bedürfnisse von Norma. Gerne doch. Machen wir denn das hier und dann machen wir gegenüber ein Kinderkrankenhaus. Jetzt brauchen wir bloß noch ein. Was hinten ist ein Krematorium. Dann machen wir das Krematorium jetzt hier hin. So, da hätten wir jetzt erstmal alles wieder gut abgedeckt. Ist doch schon eine schöne Siedlung. Welche Stufe sind denn die Gebäude? Historisches Gebäude. Wo muss denn der überall hin? Nirgends. Okay. So, unsere Verkehrsrouten. Heizen müssen wir zum Glück, ne? Kriminalität. Alles friedlich. Verkehr. Ja, hier ist so ein bisschen ein wenig rot, aber alles noch im verschmerzbaren Beruf. Was ist denn hier los? Wir müssen gleich mal unsere Busrouten mal anschauen. Es scheint ganz schön Leute zu kommen hier. Ne? Und hier haben wir noch drei Busse dazu. Hier hätten wir bei unserer Route. Ne, die ist akzeptabel. So, haben wir zwei Busse hinzugefügt. Was sagen unsere Einkommen denn? Budget. Jetzt mal auf 100% fahren. Jetzt hier schon. Naja, Einnahmen sieht anders aus. Aber unser ganzes Verkehrsnetz ist bis jetzt noch nicht zusammengebrochen. Das ist schon mal viel wert. Hier geht's wieder in den Tal runter. Wir sind im Tal drinnen, okay. So, jetzt haben wir gleich unsere 8000 Bevölkerungsstufe erreicht. Strom massig. Wasser haben wir auch mehr als genug. So, hier können wir jetzt natürlich ein paar Geschäfte hinmachen. Ich glaube, wir müssen hier mal die Ampeln entfernen. So, hier müssen wir eh noch die Straße ändern. Weg, Ampel weg. Hier sind keine Ampeln. Ich gedacht, hier vorne. Wie gesagt, bis jetzt funktioniert das Ganze ohne Ampeln. Da hält sich noch jeder dran.
Na komm. 80 Leute noch. Immer nur 80? Ihr habt doch genug Wohnraum hier. Zieht doch hin. Ich frage mich bloß, was die ganzen Leute die ganze Zeit machen. Vielleicht kann ich ja von der Industrie die Steuern etwas senken? Und vielleicht kommen dann mehr Industrien zu uns. Oder, keine Ahnung. Ist schon. Kommen auch mal reichlich Autos gefahren. 8000 war unsere Bevölkerungs. Ach, 8500. Ach, verdammt. Ich dachte, 8000 brauchen wir. Hier sind noch, hier können wir noch mal eine Spur machen. So. Naja, fast überall ein guter Bodenrichtwert hier. Ist halbwegs annehmbar, würde ich sagen. Der ist gut, gut, gut. Jetzt fehlen bloß noch die Leute. So, Industrie könnte gebaut werden. Das läuft auch alles gemäß gut. Bahnhof können wir, Fähre können wir bauen. Was ist man denn mit einer Fähre? Straßenbahndepot bekommen wir noch nicht hin. Es fehlt an Leuten. Sind wir natürlich hier jetzt schon wieder voll ausgelastet. Da bauen wir hier eine Straße. Eine Einbahnstraße am besten. So. Bauen hier jetzt wieder eine große halt gerade. Und die kleinen Straßen verbinden wir jetzt wieder mal so, wie wir sie hatten. Straßenbahn. Straßenbahn. So. Brauchen wir natürlich dann hier vorne auch eine Straßenbahnlinie.
Die. Genau. Was ist hier los? Du bist so steil. Okay. So. Was? Wasser. Jetzt müsste es doch aber bald fast reichen. So, brauchen wir hier noch wieder ein, zwei Parks. Haben wir noch was anderes hier an Parks? Was ist das hier? Sind unsere Einwohnerzahlen wieder zurückgegangen? Senioren. Hauptsächlich Senioren. Na toll. Wir haben 5600 Arbeitsstellen und bloß 3600 gehen arbeiten. Toll. Wirklich toll. Sagt nicht, dass ihr nur arbeiten gehen könnt. Ihr könnt alle arbeiten gehen. So, was braucht ihr? Nicht genügend Arbeiter. 15 von 32. Also brauchen wir doch mehr gebildete Leute. Schule, Oberschule. Da bauen wir jetzt hier eine Grundschule erstmal hin. 400. Wenn wir dann hier natürlich dann das Gebiet in Hochhäuser umwandeln wollen, brauchen wir natürlich reichlich Kapazität. So, wo noch eine Oberschule? Da bauen wir genau hier daneben. Und jetzt haben wir natürlich die Schule in die falsche Straße gesetzt. Jetzt denke ich hier ansetzen, wo die Straßenbahn hochgescheut fährt dann. So, hier noch. Ja, Universität muss da hinten die Ende bleiben.
Es fehlt an Gebildeten, es fehlt allgemein an Arbeit. Warum fehlt denn das an Arbeitskräften? Budget. Beziehungsweise. Richtlinien. So würden mehr Arbeitsleute arbeiten gehen, aber unsere Steuereinnahmen sinken dadurch natürlich. Was unsere Haupteinnahmequelle momentan ist. Das ist ja eigentlich unser Plan, dass wir hier Steuereinnahmen verschwenden, sinnlos. So, wir haben jetzt in der Folge ja wieder reichlich Bürger und Stadt dazugekommen. Hier, schöne Bergaussicht. In der nächsten Folge hoffe ich, dass wir die 8500 knacken. Und dass es dann endlich hier ein bisschen bergauf geht mit den Hochhäusern, weil unser Platz ist schon, ja, wir haben schon gut gebaut. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.